Beim jährlichen Luftfahrtsymposium des österreichischen Luftfahrtverbandes trifft sich traditionell das Who is Who der österreichischen Luftfahrtindustrie, um aktuelle Themen zu diskutieren. Sichtlich gut gelaunt ist es doch das erste Mal, dass die Veranstaltung seit Ausbruch der Pandemie wieder stattfinden kann. Erstmals im neuen Airport City Space des Office Park 4 am Flughafen Wien stand diesmal das Symposium unter der Titelfrage: Was erwartet die Luftfahrt und damit uns Menschen in nächster Zukunft? Die Rückkehr zur uneingeschränkten Reisefreiheit oder doch Maßnahmen, die eher an Planwirtschaft erinnern? Seit Ausbruch der Covid-Pandemie sind Einschränkungen der Reisefreiheit für die Menschen kein leeres Schlagwort mehr, sondern für jeden eine hautnahe Erfahrung geworden. Die Luftfahrt ist eine der von der Corona-Krise am meisten betroffenen Branchen. Wie sind hier die Aussichten? Ist die Krise bereits überstanden? Der Winter wird sicherlich schwierig werden. Ich hoffe sehr, dass es ab dem nächsten Sommer sich dann so langsam in Richtung einer neuen Normalität entwickelt. Aber was auch noch mal gut ist, man hat gesehen diesen Sommer, wenn die Menschen reisen können, dann tun sie es auch. Ich gehe davon aus, in 5 bis 6 Monaten werden noch deutlich mehr Menschen immunisiert sein. Ich hoffe viele durch Impfungen, ich fürchte viel zu viele durch Infektionen, aber das ist eine Entwicklung, die wir jetzt in den nächsten Monaten sehen werden und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der nächste Sommer dann nochmal deutlich besser sein wird als der heurige. Nicht nur gesundheitspolitisch, sondern vor allem auch klimapolitisch stehen Maßnahmen zur Einschränkung individueller Mobilität zur Diskussion. ÖLV-Präsident Peter Malanik findet es bedenklich, dass es wieder salonfähig geworden ist, die freie Wahl des Verkehrsmittels und die Notwendigkeit von Reisen in Frage zu stellen. Kann man deshalb gleich von Rückkehr zur Planwirtschaft sprechen? Sicher nicht. Aber dass Behörde Preise genehmigen, dass Staatsverträge regeln, wer überhaupt fliegen darf und falls ja, welche Kapazitäten denn angeboten werden dürfen, wie oft geflogen werden darf, mit welchem Flugzeug, welche Zielorte angeflogen werden dürfen oder eben auch nicht und dass zu guter Letzt auch noch ein Luftfahrtgesetz vorschreibt, dass zu prüfen ist, ob denn überhaupt Bedarf nach einer Fluggesellschaft besteht, wenn denn irgendjemand zu abenteuerlustig wäre, unter solchen Umständen eine gründen zu wollen. Das erinnert ja jetzt schon ein klein wenig an Planwirtschaft oder vor allem an die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Mit Flugpreisen, die sich eher die Wohlhabenderen leisten konnten, mit Flugverbindungen in bestenfalls gerade mal eine Stadt im benachbarten Ausland und das höchstens einmal am Tag. Damals, Mitte der 80er Jahre, war das nämlich noch so. Staatssekretär Magnus Brunner versucht hier positive Signale an die Vertreter der Luftfahrtbranche zu senden und sieht in der Krise vor allen Dingen auch eine Chance. Und wir haben in verschiedensten Bereichen Chancen. Also wenn ich mir das Thema Klimaschutz, weil wir jetzt den Verkehrsbereich in einem sehr, sehr großen Ressort vereint haben, wenn ich mir den Klimaschutz anschaue, was da passiert in letzter Zeit und was noch passieren muss natürlich auch, ist gewaltig. Jetzt ist mir schon klar, dass die Luftfahrt nur für 3% der CO2-Emissionen weltweit zuständig ist. Aber auch da gibt es natürlich noch Potenzial. Da passiert viel, viel an Innovation und auf das müssen wir auch setzen. Also es schließt sich ja Nachhaltigkeit und Luftfahrt nicht aus. Und weil Sie vorher angesprochen haben, man muss ja nicht dauernd über Verbote sprechen, über Verzichte sprechen, gerade im Zusammenhang mit der Luftfahrt. Im Gegenteil, also es ist ja auch nicht das Flugzeug das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind das Problem, wenn man es sachlich anschaut und nicht dauernd von vornherein über Verbote von Kurzstreckenflügen oder insgesamt vom Fliegen spricht. Also dieser Zugang muss ein positiver sein. Michaela Reuter und Günter Ofner unterstreichen die Bedeutung eines starken Luftfahrtsektors als unverzichtbaren Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Österreich. Was in der öffentlichen Diskussion ja meistens gar nicht vorkommt, ist die relativ simple Tatsache, dass Österreich zu 60% vom Export lebt. Die Konnektivität betrifft aber nicht nur die Personen, sondern natürlich auch den Warenverkehr. Und gerade die Pandemie hat drastisch gezeigt, wie verletzbar die Gesellschaft und auch die Wirtschaft und die ganzen Logistikketten sind, wenn es zu Störungen kommt und etwa die Versorgung mit medizinischen Gütern, Hilfsgütern in der Pandemie ist ausschließlich über den Luftweg erfolgt.
und eine kleine Volkswirtschaft wie Österreich für dieses essentiell verbunden zu sein mit den Märkten. Sie müssen sich nur vorstellen, wenn Sie eine millionenschwere Anlage verkaufen wollen, das geht halt schwer mit Zoom. Das kauft Ihnen vielleicht niemand ab. Da geht es um Vibes, da geht es um persönliche Kontakte, da geht es darum, Zuverlässigkeit zu vermitteln. Die Luftfahrt investiert seit vielen Jahren in neue Technologien, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Vieles ist gelungen und vieles noch in Planung. Die Expertinnen und Experten sehen in einer engen und regional gut abgestimmten Verschränkung der verschiedenen Transportsysteme und in der Vorantreibung der Digitalisierung, besonders auch in operativen Prozessen, wesentliche Maßnahmen, um die Luftfahrt noch effizienter zu machen. Wir haben ja für den Flughafen Salzburg selber eine Vision, ein Mobilitätsknotenpunkt für die Salzburger Region zu werden. Und um das zu werden, müssen wir auch besser verstehen, wie wir uns mit anderen Verkehrsträgern tatsächlich verknüpfen können. Die Frage für uns ganz maßgeblich ist, wie kommt der Passagier zum Flughafen und wie kommt er vom Flughafen dahin, wo er tatsächlich hin muss. Und in einer Region, wo ich im Prinzip zu ca. 60% privat- bzw. touristische Verkehre habe, ist das sehr, sehr relevant, weil ich habe sehr viel individuellen Verkehr, ich habe natürlich organisierten Verkehr und ich habe natürlich auch sehr viele Fahrzeuge, die, ich sag mal, halb leer oder dreiviertel leer fahren. Ich habe natürlich auch noch dazu alle, die am Flughafen arbeiten, jetzt direkt am Flughafen oder in den Firmen drumherum. Und tatsächlich haben wir hier einen Forschungsauftrag auch gewonnen. Und den werden wir auch ausführen über die nächsten 3 Jahre, um einfach hier über intelligente Prozesse, unterstützt durch Digitalisierung, dieses Zum und Ab vom Flughafen besser zu lösen. Die Luftfahrtindustrie ist in Sachen GreenTech ein Innovationstreiber. Wird das auch öffentlich so wahrgenommen? Wir verstehen leider in Österreich die Luftfahrtindustrie noch nicht als eine Schlüsselindustrie, obwohl sie das ist. Und wenn wir auf der anderen Seite unsere strategische Positionierung als Republik Österreich, vor allem im europäischen Kontext uns anschauen, in Richtung Green Tech, in Richtung Beitrag zum globalen Klimaschutz, dann sehe ich hier eine riesige Chance, das auch in der Luftfahrt zu tun, weil wir haben Weltmarktführer, wir haben ganz tolle Unternehmen, die hier einen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Und da geht es jetzt nicht um Fragen wie besteuern wir Tickets in Österreich, sondern geht es um Fragen, wie verändern wir mit einer Technologie aus Österreich heraus eine gesamte Branche in der Welt. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Dabei können die verschiedenen Transportsysteme auch voneinander lernen. Die Bahn ist ein sehr komplexes Business, ist daraus entstanden, dass die Eisenbahnen ursprünglich einmal eine eigene Nation immer geschaffen wurde und jede einzelne Nation andere Systeme hat. Das geht dann weiter, dass wir 4 unterschiedliche Bahnstromsysteme in Europa haben, 15 unterschiedliche Zugsicherungssysteme. Jede Triebfahrzeugführerin, Triebfahrzeugführer muss die Landessprache sprechen. Man stellt sich das in ihrem Business mal vor, um durchs Land fahren zu können. Das heißt, dass wir bei einer Strecke, die unsere Rail Cargo zum Beispiel von der Türkei nach Deutschland zurücklegt, bis zu 11-mal den Triebfahrzeugführer wechseln müssen. Wir müssen die Lokomotiven immer wieder wechseln, auch bei unseren Nachtzügen, weil es unterschiedliche Systeme gibt. Und das macht es uns natürlich nicht leichter. Hier braucht es einen europäischen Zugang, damit man das auch besser lösen kann. Ja, ich glaube, dass die Luftfahrtindustrie durch die CO2-Diskussion und das Thema Klimaziele sehr viel in Innovation investiert hat, um eben Anflugsequenzen zu verbessern und damit CO2 einzusparen oder auch am Rollfeld Optimierungen, die ja 50% des CO2-Ausstoßes reduzieren könnten, zu optimieren. Auch Airlines, die mit uns daran arbeiten, Langstreckenflüge über Echtzeitwetterdaten so zu optimieren, dass sie Sprit sparen können. Und ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis für die Bahnindustrie, die momentan noch in Streckenabschnitten denkt, vielleicht auch die Gesamtstrecke heranzuziehen in ihren Kalkulationen und Optimierungsprozessen. Und wir sind bereits mit der ÖBB da in Diskussionen, wie die Luftfahrt und die Bahnindustrie gemeinsam voneinander lernen können und daraus neue Innovationen generieren können. Maßnahmen wie ein Verbot von Kurzstreckenflügen sehen die Experten skeptisch. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol hat ermittelt, dass zwar rund ein Viertel aller Flüge in Europa Kurzstreckenflüge sind, diese allerdings nur knapp 4% der Emissionen verursachen. Man kann sich also schnell ausrechnen, wie gering der ökologische Effekt im Falle von Kurzstreckenflugverboten wäre.
aber auch das europäische Programm Fit for 55, das ehrgeizige Klimaschutzziele setzt, wird kritisch gesehen. Ralf Beisel, Geschäftsführer des Deutschen Flughafenverbands ADV, rechnet vor, was die drei wichtigsten Maßnahmen der EU im Rahmen von Fit for 55 den Luftverkehr alleine in Deutschland kosten würden. Wenn wir jetzt ins Jahr 26 und 35 gucken, dann muss der deutsche Fluggast, der von einem deutschen Airport abhebt, im Jahr 26 4,1 Milliarden nur Abgaben beisteuern. Und wenn ich jetzt den Alexis angucke, der ist Jahrgang 1970, der wird also auch noch im Jahr 2035 die Geschicke der Auer lenken, dann sehen wir, dass dann der Passagier, zumindest jetzt aus der deutschen Perspektive, 8 Milliarden Euro beisteuern soll. Große Einigkeit gibt es über die Lösung, die die Luftfahrt mittelfristig wirklich klimaneutral machen kann. Und das wäre theoretisch schneller möglich als der europaweite Ausbau der Bahn. Mit den sogenannten Sustainable Aviation Fuels, also synthetisches Kerosin. Die verschiedenen Verfahren dazu gibt es. Nun müssen die Anlagen gebaut werden, um die erforderlichen Mengen zu produzieren. Es ist eine Tatsache. Sustainable Aviation Fuels werden uns objektiv viel CO2-Problematik ersparen, aber ohne dass es eine Anschubfinanzierung gibt, ohne dass auch diese Technologie gefördert wird, wird es schwer gehen. Es ist nun einmal eine Veränderung, die einen Schubs braucht. Es müssen einmal die großindustriellen Anlagen gebaut werden. Und wenn ich heute höre, 18 Milliarden für die Bahn, ein Bruchteil davon würde reichen, um die gesamteuropäische Sustainable Aviation Fuel Produktion signifikant anzustoßen. Man sollte nirgendwo dauerhafte Investitionen machen, also jetzt nicht Subventionen machen, nicht falsch verstehen. Ich glaube, das wird sich über die Zeit, wird auch dieser Subventionsbedarf runtergehen, weil was wird passieren? Der Preis für Sustainable Aviation Fuels wird runtergehen, je mehr davon hergestellt wird. Gleichzeitig wird der Preis für die Nutzung fossilen Kerosins immer weiter raufgehen, weil der wird dann hoffentlich irgendwann auch global mit Emissionszertifikaten erkauft werden müssen. Und die Emissionszertifikate werden immer teurer werden. Das heißt, Nutzung von traditionellen Treibstoffen wird immer teurer, Nutzung von synthetischen Treibstoffen immer günstiger und irgendwann werden sich diese beiden Kurven schneiden und an dem Punkt muss dann natürlich spätestens auch die Subventionierung enden. Nur zu glauben, dass man an diesen Punkt kommt, ohne dass man vorne Anschub in Finanzierung leistet, das wird nicht aufgehen. Ich glaube, das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass man parallel, und der Ralf Beisel hat es ja vorher sehr eindrücklich dargestellt, dramatisch die finanziellen Belastungen auf die Luftfahrt erhöht. Also aus meiner Sicht wäre das deutlich vernünftigere, wenn man sagt, die zusätzlichen Belastungen oder die Belastungen, die jetzt schon auf der Luftfahrt sind, werden sozusagen zweckgewidmet, um hier synthetisches Kerosin zu fördern und zu kaufen. Also das wäre sozusagen da würde man jetzt auch nicht jubeln. Grundsätzlich wehrt sich jede Branche in der Regel gegen zusätzliche Belastung, aber ich glaube, das hätte nach vorne einen echten Sinn. Aus Sicht einer grenzenüberschreitenden Branche brauche es eindeutig ein Mehr an Europa. Der Umgang mit Corona habe deutlich gezeigt, wie die uneinheitlichen Regeln die ohnehin schwierige Situation noch unnötig verkompliziert haben. Es ist tatsächlich so, dass wir den Eindruck haben, dass es eine exzellente Kooperation zwischen all jenen gibt, die die Corona-Maßnahmen in der Luftfahrt vollziehen. Von der Bezirkshauptmannschaft des Bundesheer, die Polizei, das Verkehrsministerium. Dass wir aber mit den Maßnahmen sozusagen sehr oft sehr unglücklich waren. Und ich glaube, das Allerwichtigste wäre natürlich einheitliche Maßnahmen auf europäischer Ebene. Wenn wir nicht Europa als Europa verstehen, mit Grenzen, wie es gibt nach außen, aber nicht nach innen, innerhalb der europäischen Staaten, dann werden wir untergehen, früher oder später, weil der Nationalstaat, und Österreich spielt da wahrscheinlich eine Vorreiterrolle, weil wir sind so klein, dass wir eben keine Rolle spielen dann, werden wir da keinen Auftrag mehr haben. Und wenn man sich doch die Entwicklung der Luftfahrt anschaut im letzten Jahr, da war Europa auch relativ alleine mit den starken Rückgängen. Das hat es in den anderen großen Destinationen nicht gegeben, weder in China noch in Nordamerika noch in anderen Bereichen. Und auch der Klimawandel hält sich nicht an nationale Grenzen, aber auch nicht an europäische. Da ist so manch einer froh, seinen Airline-Sitz nicht in Europa zu haben.
Wir sind froh, dass wir unseren Sitz in Dubai haben, denn der Vorteil, den Sitz in Dubai zu haben, ist, dass wir eine Regierung hinter uns haben, die natürlich alles tut, um es uns zu ermöglichen, Passagiere nach Dubai und über Dubai hinaus in die Welt zu bringen. Die Gleichbehandlung von außereuropäischen Fluglinien sei deshalb vor allem auch im Sinne eines fairen Wettbewerbs unbedingt notwendig. Ohne dass die positiven Seiten der Luftfahrt wieder stärker in die Wahrnehmung hineinkommen, und in der Bevölkerung ist es ja offensichtlich da, aber nicht in der Medien- und Twitter-Welt, da ist es eben nicht. Und ohne dass dort die positiven Aspekte, all das, was das für die Standorte, für die Volkswirtschaften, für den Frieden auf der Welt, für Menschen, die aus der Armut kommen und so weiter, leistet auf dieser Welt, ohne dass das wieder stärker in den Fokus kommt, wird es sehr, sehr schwierig. Vielleicht werden wir in Europa auch erst merken, wie wichtig der Luftverkehr ist, wenn wir ihn hier kaputt gemacht haben. Und in Amerika und China werden sie sich darüber kaputt lachen. Am Ende lacht nicht das Klima, sondern China. Die Einigkeit unter Vertretern einer Branche ist vielleicht wenig überraschend. Aber wie steht eigentlich die österreichische Bevölkerung der Luftfahrt gegenüber? Beim Luftfahrtsymposium wurden die Ergebnisse einer vom Luftfahrtverband in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage über die Einstellung der Österreicher zur Luftfahrt präsentiert. Die generelle Einstellung zum Fliegen ist sehr positiv. 35% grundsätzlich positiv, eher positiv, weitere 42. Wir haben drei Viertel der Bevölkerung, die sagen, ich stehe dem Fliegen positiv gegenüber. Aus Sicht von Herrn und Frau Österreicher steht die Luftfahrt in erster Linie für Mobilität und Freiheit. Und wenn auch die Umweltbelastung die einzige signifikante negative Assoziation ist, so haben die Österreicherinnen und Österreicher doch eine klare Meinung zu den öffentlich diskutierten Maßnahmen und sind auch bereit, mehr für ihre Mobilität zu bezahlen. So befürworten rund 60% Mindestticketpreise und die Einführung einer Kerosinsteuer, lehnen aber Einschränkungen wie eine Kontingentierung von Flügen und ein Verbot von Kurzstreckenflügen klar ab. Eine überwältigende Mehrheit, nämlich 84%, befürwortet die Förderung von Technologien wie synthetisches Kerosin. Gastgeber Peter Malanik zieht ein optimistisches Resümee über das Luftfahrtsymposium 2021. Dass grundsätzlich vor allem die österreichische Bevölkerung, aber auch die ganze Branche der Meinung ist, dass Innovation und technischer Fortschritt das ist, was den Luftverkehr in die Zukunft bringen wird und insbesondere auch ermöglichen wird, dass die Ziele der CO2-Neutralität auch im Luftverkehr erreichbar sein werden.